Herzlich willkommen zurück zu Portal Stories Mel und wir machen mal direkt weiter. The humans left these behind when she gassed them with neurotoxin. Because this is an abandoned track, it's no longer connected to the rest of the computer systems. Aegis shouldn't be able to lock us out here. These computers should contain a lot of useful information for us. All right. Time to start hacking into these systems. Let's start guessing passwords. Password. Admin? Oh, come on. Let me in. Were these passwords generated by Super G? Did you just override the admin controls? Yeah. Anyway, I think there's some info here about Aegis. I'll keep working, long as you keep going. So, get back to the testing track and get started. Nur mal so. I just want to let you know, I won't be able to move around much. Management rails are kind of non-existent here. Unless I want to fall off another one and end up back in the junkyard. You won't be seeing much of me right now. Alright, there is a lot of information stored in these computers. It'll take me some time to sort through these and come up with a plan so we can get rid of Aegis. According to the systems, the toxic goo is still rising. You should continue to move through the tests and upwards. Keep your feet dry. Hallo? Kann ich hier irgendwo durch? Hallo? Ah, okay, hier. Aber nur mal so. Die Passwörter, die er eingegeben hat, sind dann wirklich die meistgenutzten Passwörter der Welt. Das ist eigentlich halt traurig. Eigentlich sollte die Welt mittlerweile mal mehr drauf haben als Passwörter wie Password oder Admin. Weil die sind jetzt nicht gerade, wie soll ich es ausdrücken? Wirksam? Die sind eher so, wie drücke ich es höflich aus? Scheiße. Gibt einfach keinen anderen Weg, das auszudrücken. So sehr ich mich da auch bemühen will. So, hier bekommen wir einen neuen Cube. Und hier oben war doch nicht nur das Teil, sondern auch irgendwo... Ah, da drüben war so ein Teil. Jetzt ist die Frage, wie komme ich denn darüber? Ich kann hier nämlich nirgends runterspringen auf eine Portalfläche drauf. Und hier drüben wird doch auch nirgends eine. Hallo? Portalfläche? Portalfläche? Hier irgendwo? Abgesehen von dem Teil ändert das hier nichts. Man muss irgendwo eine Portalfläche bekommen, die ausreicht, um hier drüber zu springen. Oder ich muss einen Weg finden, da reinzukommen. Beides scheint momentan nicht sehr einfach zu sein. Was gibt es denn da oben eigentlich? Ah ja, okay, jetzt weiß ich, wie ich, wenn ich das Teil aktiviert habe, darüber komme. Aber ach so, Sekunde. Komme ich hier raus und kann hier irgendwo Portale schießen? Sieht nicht so gut aus. Schade. Das macht es mir aber nicht leichter, darüber zu kommen.
kann ja auch nirgends wieder zurück oder so. Hm. Kann auch gern nochmal hier unten schauen. Aber nein, das sind alles, wie gesagt, nur Texturen, da komme ich nirgends hin. Und hier auch nicht. Okay. Das ist ein bisschen weird. Das ist ein bisschen sehr weird. Oh Gott, wie auch immer ich es geschafft habe, das zu übersehen. Das gibt den Facepalm des Jahrtausends. Ich habe halt einfach nicht gesehen, dass man da drüben einfach ein Portal hinschießen kann. Na. Oh. Nein, du bleibst mal schön hier. Denn ich mach mal das blaue Portal hier unten hin. Und dann muss ich noch mal hier rüber. Ups. Hätte vielleicht diesen Cube dann auch mitnehmen sollen. Sekunde, dann mache ich nochmal so. Dann gehe ich da nochmal rüber, genau. Dann Cube rüber. Das Teil kommt hier drauf gleich. Direkt nachdem ich so gemacht habe. Hallo? Ich habe den nicht mehr gefunden gerade. Kann auch sein, dass ich ihn gerade einfach saudumm übersehen habe. Aber ist ja nicht so schlimm. Es ist hier nur der Laser Cube. Den kann ich mir ja easy wiederholen. So, zum einen brauche ich hier ein Portal und zum anderen brauche ich hier unten ein Portal. So komme ich hier rüber. Okay. Jetzt müsste ich nur noch einen Weg finden. In den Cube rüber zu bringen. Sekunde. Was ist mit dem Cube? Ach nein, das war ein Portal, stimmt. Shit. Wie kriege ich die Sachen? Also wie kriege ich es hin, meine Sachen hier einfach easy rüberzubringen? Na gut, ich könnte jetzt... Nee, könnte ich nicht. Hätte jetzt normalerweise gesagt, ich setze mein Portal nach oben. Und, bring dann die Sachen durch, aber das geht ja nicht. Ich kann zwar hier hin, aber... Da weiß ich dann doch als sehr schwierig... hier hochzukommen. Also ich kann den hier rüberbringen. Aber der da drüben. Kriege ich denn den da rüber? Muss den ja eigentlich mit mir darüber bringen. Das habe ich sowieso schon komplett verkackt, weil ich den dafür brauche.
Eigentlich muss ich zuerst mit dem darüber, dann dort ein Portal schießen und... Aber wie? Wie soll ich das denn hinbekommen? Ich gehe nochmal nach oben. Was ich halt machen kann, ich kann hier rüber gehen. Hier mich draufstellen, hier ein Portal hinmachen, darüber gehen. Dann nicht hier hin. Ach nee. Wenn ich den da oben ja hab, hab ich ja dauerhaft. Oh Gott, was habe ich denn getan? Geht's ja wohl so. Kann wieder hier hin, hier rüber, das Portal schießen. Ich weiß zwar nicht, ob das so gedacht ist, aber es geht, deswegen machen wir es. Dann lege ich den einfach mal hier drauf und dann kann ich easy mich darüber teleportieren. Ich habe gerade eben einen Denkfehler drin gehabt und zwar habe ich gedacht, ich könnte nicht diesen Knopf da unten aktivieren, aber das ist ja natürlich möglich. Muss ich nur noch einen Weg finden, da hochzukommen und meinen Cube irgendwie mitnehmen zu können. Ach nee, da habe ich ja... Wollte gerade sagen. Das wäre nämlich der Denkfehler gewesen, der blöde, aber das geht ja auch, Gott sei Dank. So, da sind wir durch mit diesem Teil der Testkampf, aber ja, klar, zwei Teile. Was? Aegis thinks we killed the scientists, so it's activating some sort of kill order. It's going to flood the enrichment center, probably with all that goo, to eliminate any and all threats. That means you, that means me, and that means whatever that last thing is. So I'd suggest we keep moving. Okay, das letzte Teil. Also meinte er nicht die Portal Gun oder irgendwas anderes, was zu mir und Virgil gehört mit dem letzten Subjekt, was Strom ausstrahlt, was Energie ausstrahlt. Damit meinte er schon einen wirklich anderen, andere Lebensform. Maybe it's GLaDOS. Maybe not. Ich vermute einfach mal nicht, dass hier irgendwas wieder außen ist. Da das bis jetzt noch nie der Fall war. Und hier komme ich halt auch wirklich nicht so hoch. Also es gibt etwas, was ich probieren könnte. Ich glaube, das versuche ich jetzt auch mal. Und zwar einmal hier und da. Einmal schön alles einfärben. Da drüben. Ich habe zwar keinen Plan, ob das das ist, was ich machen soll. Aber das geht, versuche ich es einfach mal. Ups. Holy shit, da wäre ich gerade fast runtergefallen. Gehe noch mal hier rauf. Und mach diesen Sprung. Und ja, da haben wir es. Darauf wäre ich, glaube ich, so schnell nicht gekommen. Wenn ich aufgenommen hätte währenddessen. Weil wie gesagt, wenn die Aufnahme aus ist, kommt man leichter auf solche Sachen. Warum auch immer. Das ist aber halt immer so. Obwohl ich mal nicht das Gefühl hat, zu irgendwie Publikum oder so zu sprechen. Wenn man redet, konzentriert man sich nie ganz aufs Nachdenken. Das ist gerade bei Portal oder so
nochmal deutlich krasser als bei anderen Spielen. Well, it seems that we won't be able to stay in the plant field test chambers much longer. It seems to be able to adapt to our actions quite well. We need to come up with a plan to take him on, head on. But leave that to me. You can continue solving these tests. Okay, danke, dass du dich darum kümmerst, auch wenn ich lieber mittlerweile tauschen würde. Du machst die Tests und ich kümmere mich darum. Sekunde. Na, hier. Und damit kehren wir wahrscheinlich um, ja. Das ist zwar nicht wirklich das, was ich jetzt wollte. Ja, ja, genau, das wollte ich. So, jetzt müssen wir nur noch rausfinden, wie wir da drüben drauf kommen. Ja, so. So kommen wir da rauf, aber ich muss einen Weg finden, wie ich da jetzt hochkomme. Oder nee, so kommen wir da gar nicht hoch. So kommen wir da hoch. Dann brauche ich aber einen Weg, um an meinen Cube zu kommen. So komme ich jetzt hier hoch, aber dann habe ich keinen Cube, um mir das Ganze hier offen zu halten. Sprich, ich brauche eigentlich einen Weg, wie ich mit Cube und allem hier hochkomme. Weil hier oben gibt es keine Möglichkeit, irgendwo ein Portal zu setzen. Und so leicht ist das natürlich hier nicht gemacht. Das ist echt... keine leichte Testkammer, das kann ich auch schon wieder sagen. Und die sind ja jetzt gerade alle schwer. Moment mal. Ich muss mich nochmal killen. Aber ich glaube, ich weiß, was ich machen muss. Ich muss mich nochmal killen. Dann fliege ich hier rüber. Genau. Dann. Hier habe ich das Orangen, das heißt, hier brauche ich das blaue Portal. Wo ich hätte mich dafür noch nicht mal killen müssen. Ach ja, Sekunde, ich muss das Portal kurz deaktivieren. Sekunde, jetzt kann ich hier rüber, weil der Knopf nicht mehr ausgelöst ist. Jetzt kann ich hier ein Portal hinmachen. Gehe ich einfach mit meinem Cube hier durch. Ja, da hätte ich vielleicht auch etwas früher drauf kommen können. Es wäre für uns alle besser gewesen. Na? So. You have no idea how hard it is to move around here. Anyway, remember those old turrets from all the way at the bottom of the facility? Those guys have no security systems installed. It should be really easy to reprogram them to destroy Aegis instead of humans. If we go down to a turret production line, we might be able to produce friendly turrets. Verbindete Turrets, das wäre auch mal was, ein Portal. Wäre nett, wenn du mich trotzdem ein paar Tests nach vorne katapultieren könntest, statt noch mehr machen zu lassen, weil das ja funktioniert erst so mäßig in den letzten Parts. Ich verkacke da vielleicht etwas öfters, aber naja, wir werden es schon irgendwie hinbekommen. Lasst mir gerne ein Abo da, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, ein Like, wenn euch der Part gefallen hat.
und ihr euch auf den nächsten Part freut. Und tschüss, bis zum nächsten Video.